Ja, herzlich willkommen zurück, Männer und Frauen. Ich vergesse sie immer wieder. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch alle einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, wir haben mittlerweile, glaube ich, April, Mitte April irgendwo rum, wenn ich richtig gezählt habe. Und ich möchte euch was zeigen. Ich habe mich wieder ein bisschen weitergebaut, ja. Und zwar habe ich mir überlegt, hey, du kannst den Leuten nicht antun, dass du alles onscreen machst, ja. Vor allen Dingen habe ich jetzt hier die ganze Wand hochgezogen erstmal, ja. Natürlich hier den Steg dran gesetzt, die Poller dran gesetzt und auf der anderen Seite natürlich auch schon direkt die glatte Wand hochgezogen, ja. Dasselbe gilt natürlich hierfür. Die Wand habe ich komplett hochgezogen, ja. Das heißt komplett dieses Stückchen halt, ne. Und auf der anderen Seite natürlich auch schon verputzt. Und dasselbe geht genauso wie für diese Schräge hier, war das, glaube ich. Nee. Die Schräge, glaube ich, war das. Ja, genau, das ist ja eine Gerade. Die Schräge war das hier. Und hier habe ich auch schon die Poller dran gesetzt. Ja, nicht die Poller, die Umrundungen. Wie gesagt, fand ich ein bisschen blöd, das alles onscreen zu machen. Hab das deswegen ein bisschen offscreen gemacht. Hat mich jetzt ganz knapp, ganz kurz auf Uhr gucken. Habe ich natürlich exzellent vorbereitet. Ja. Gut, eine Stunde, anderthalb Stunden habe ich dafür gebraucht. Ja, das heißt, selbst ein Zeitraffer wäre das eine halbe Stunde, das wären zwei Folgen, das wäre ein bisschen blöd dafür, dass da fast kaum was passiert ist. Wie gesagt, da hinten habe ich die Poller schon dran gesetzt und hier ein bisschen was hochgezogen. Das heißt nämlich, wenn wir nämlich so schauen, haben wir im Prinzip keine Querbewegungen mehr, außer die an den Türmen. Und das heißt, der Rest wird vermutlich relativ schnell gehen. So, was ich mir als erstes überlegt habe, machen wir hier diesen wunderschönen Weg erstmal dran, ja. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hier machen will, ja, mit dem Weg, weil hier wird ja auf jeden Fall das Schloss, die Residenz, weiß ich nicht, das Haupthaus auf jeden Fall hinkommen. Ups. Ich hatte mir vielleicht überlegt, ja, so groß ist das ja insgesamt, dass wir das Haupthaus hier dran setzen und hinter dem Haus quasi das Haupthaus hier mit verbinden. Ah, fliegen. Kann ich jetzt noch durch die Wand fliegen? Ja. Dass wir es quasi hier dran setzen, ja. Hier muss ich die Poller noch dran machen, habe ich ehrlich gesagt total vergessen. Sehe ich es gerade erst. Ah, Schande über mein Haupt. Und das, wie gesagt, hier mit direkt verbinden. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht ganz. Auf jeden Fall werde ich mal jetzt hier erstmal die Poller wieder dran setzen. Nein, mache ich gar nicht. Ich setze erstmal hier dran. Ja, das Ganze können wir in Zeitraffer machen. Zeitraffer natürlich. Muss ich überlegen, welches ist heute. Nämlich, ich glaube, Benny Hill wäre wieder up to date. Ja, nachdem wir mittlerweile alles andere hatten. Ja, von hier, wie war das nochmal? Tom und Jerry über andere Zeitraffermusik. Ich lasse mich da überraschen. Vielleicht finde ich hier noch was anderes, aber ansonsten geht erstmal Benny Hill wieder, muss dafür wieder herhalten. So, und los geht's.
So. Das Ganze jetzt hatte, glaube ich, 2 Minuten gedauert. Im Zeitraffer wäre das, glaube ich, 3 Minuten. 3 Minuten natürlich. 1 Minute, etwas vielleicht 2 Minuten, je nachdem. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt. Das passt. Also ich denke mal, war erträglich für euch. So, jetzt hatten wir auf jeden Fall die Wand schon mal. Kurz an der Nase kratzen. So, und dann können wir direkt loslegen mit diesen, ja, Pollern. Keine Ahnung, wie die Dinger heißen. Ich vergesse es immer wieder. So, mal gucken. Machen wir wieder mit zwei, ne, dazwischen. Eins, zwei, Pöller. Eins, zwei, Pöller. Eins, zwei, na, Pöller. So ein bisschen höher fliegen. Eins, zwei, Pöller. Ja. Ich muss mal kurz gucken, wie ich das kriege hin. Ich bearbeite ja teilweise den Sound mit Outer City. Wenn ich Rausch und Entfernung drücke, ja, beziehungsweise was mache, dann habe ich immer das Gefühl, dass sich meine Stimme so ein bisschen metallisch anhört, was ich ehrlich gesagt total scheiße finde. Deswegen muss ich gucken, die letzten paar Folgen haben sich, glaube ich, auch so ein bisschen metallisch angehört. Dafür ist schon mal ein ganz großes Sorry. Weil ich kriege das ehrlich gesagt gar nicht so mit. Das kriege ich erst mit, wenn ich das bei YouTube hochlade. Und dann ist ja quasi schon Hopfen Malz verloren, beziehungsweise dann fehlen mir da ganze, ja, knapp 6 Stunden, je nachdem, wie viel ich da hochlade und bearbeite. Und da habe ich echt momentan leider keine Zeit, das Ganze nochmal hochzuladen und zu bearbeiten. Deswegen hoffe ich, dass ihr mir ein wenig vergebt, und mir vielleicht unter den Kommentaren mal ein paar Tipps geben könntet, wie man das metallische Weggehen, ja, unterdrücken kann quasi. So, da kommt, glaube ich, noch so einer dann hin. Ja, diese Ecken sind immer ein bisschen blöd zu machen von den Pollern. So. Ups. Nein. So. Ja, wie gesagt, ein paar Tipps geben, das wäre super hilfreich, vor allem die Qualität bei mir auch verbessern. Es kann natürlich auch sein, dass das an meinem Mikrofon liegt, ja. Wenn das natürlich ist, ist es natürlich scheiße, muss ich mir ein neues holen. Wobei, das hatte ich mir sowieso mal voll überlegt zu holen. Großmembran-Mikro. Da muss ich aber erstmal schauen, wie sich das Ganze vom Preislichen her abzeichnet. So. Ja, so geht das schon. Das passt fast quasi perfekt. Oder? Weiß ich nicht. Egal. So, eins. Ja, irgendwie stimmt das doch nicht, oder? Eins, zwei. Eins, zwei. Ach, falsches. Eins, zwei. Ja gut, einen halben und einen zwei, das passt dann doch. So, einen halben, zwei. Ups. So, machen wir das ganz fix hier. Aber dadurch, dass wir jetzt schon die Ecken fertig gemacht haben, hoffe ich, dass der Rest wirklich einigermaßen fix geht. Hier muss dann noch einer dran. So. So, da haben wir den Poller schon mal fertig. Machen wir die Außenkanten. Das ist ja zum Glück nur eine kleine Mauer. Die geht recht fix. Ups. Wenn man sich nicht irre, das falsch baut, wie ich gerade. Ja. Ich muss mal gucken, dass ich nicht anfange zu nuscheln, weil sonst muss ich den Kompressor einsetzen und dafür muss ich am besten vorher die Rauschunterdrückung reinsetzen, weil sonst ist ja die Rausch, das ist ein Rauschen da und das ist dann nicht so toll. Wenn ich jetzt in der normalen Aufnahme keine Rauschunterdrückung mache, ist das nicht ganz so kritisch. Man kriegt zwar Rauschen nur noch mit, wenn man wirklich genau hinhört. Und das tut ja keiner von euch. Kurz anders hinsetzen, Nase jucken. So, hätten wir das auch schon mal überlegt, hätten wir schon wieder ein ganzes Stück geschafft hier. Ich bin begeistert.
Und das Ganze in noch nicht mal einer Folge. So, machen wir ganz kurz. Machen wir erstmal das, war. So, 3. Dann Z. Nee, gar nicht. Oh doch. Hatte gerade Angst, dass ich das Ganze mit diesen, wie heißt es, Slabs aufgebaut habe. Weil die sind ja doch eine Nuance heller, aber teilweise kaum, das fällt teilweise kaum auf, was man jetzt genau verwendet hat da. Ich bin auch ein Trottel. Aber was ich gut finde, dass sich das Bautool in der Zwischenzeit richtig gut gemausert hat im Vergleich zu früher. Früher war das wirklich eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, da habt ihr teilweise auch noch mitbekommen, für die Leute, die ein bisschen länger dabei sind, wenn man hier wie hier was weggemacht hat, hat direkt alles weggemacht, was in diesen, ja, in diesem Quadrat war. Und das war immer ein bisschen scheußlich. So, am besten gehen wir von der Seite dran, es geht schneller. So. So, ziehen wir mal ganz kurz ab. Gehen wir am besten von der Seite hier. 1, 2, 3, 4. So, kurz nochmal nachzählen. Ups, Fehler. So, 1, 2, 3, 4. Okay, soweit müssen wir raus. Dann setzen wir hier mal wieder alles dran. So, ups. Ich weiß nicht genau, wie der den Algorithmus hierfür gemacht hat. Auf jeden Fall ist er gar nicht mal so schlecht, habe ich das Gefühl. Weil der guckt sich, glaube ich, die Umgebung mit an, was man da wegmacht, und vergleicht. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So. Ups. So, jetzt zählen wir mal von der Seite ab. So, der war ja richtig die Außenkante. So, oh, das klappt ja diesmal ganz gut. Ja, das ist eine Reihe. Oh, das hat ja wie. Ich werde einfach mittlerweile gut, ja. So. Genauso wie die. Hier unten drunter ist ein kleines Schmal, beziehungsweise wird er ein bisschen größer, weil wir holzen ja hier auf jeden Fall noch was ab. Muss ich gucken. Das ignoriere ich, glaube ich, einfach mal, ja. Genauso wie hier unten drunter diese. Ja, schrägen, muss ich gucken, ob ich sie bearbeite. Wenn, dann mache ich das wahrscheinlich in der Offscreen-Folge wieder. Und das vermutlich wird auch erst nach meinem Auslandaufenthalt sein. Von daher schauen wir mal an. Vielleicht gucken wir bis dahin auch kein Schwein mehr zu. Dann kann ich das Ganze Offscreen machen, ja. Weil es bringt natürlich nichts, wenn ich da alleine nur schaue. Momentan läuft das ja relativ gut. Ich bin begeistert, dass sich wirklich, ich sag's immer wieder, dass sich so viele Leute dafür interessieren, ja. Ich dachte, das Ganze wäre schon durch diese Minecraft Let's Plays total, ja, ich will nicht sagen out, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Halt, dass sich das, ja, so ein bisschen, ups, langweilt fühlt die Menschheit, ja. So. So, machen wir das Ganze mal so, weil so hoch wird die Mauer dahinter eh. So, jetzt gucken wir mal. Habe ich hier eigentlich schon die. Ne, hier muss ich auch noch machen. Moment. Das können wir direkt miteinander verbinden. So, kurz die richtige Taste finden. Was man natürlich auch anstreben könnte, nach meinem Aufenthalt weg von Deutschland. Ja, ich kann es einfach mal sagen, ist ein Auslandseinheit. Ich bin Soldat. Und ich bin momentan in Afghanistan, wenn ihr das seht. Deswegen musste ich auch so lange vormachen. Ich konnte dies einfach nicht realisieren im Ausland. Da habe ich nicht so eine schöne Internetverbindung wie hier, ja. Und auch ein ganz anderes Leben und auch andere Probleme, ja. Deswegen habe ich das Ganze jetzt schon gemacht. So. Ups. Ja, und was soll ich sagen? Genau. Man könnte.